Guten Morgen, Germany. Hier ist der Schwarzwald John, a.k.a. African Rhino. Und heute will ich euch zeigen, wie man seinen Testosteron behoben kann, oder? Und wir haben eine Regel, Dennis. Kein Englisch sprechen. Heute will ich euch Tutorials mit mir bringen, wie man mit dem Eiswaffen unter dem Eier drin. Also sozusagen die Hoden in eiskaltes Wasser tunken. Ja, weil mit das kriegt man eine richtige hohe Testosteron. Jetzt kriegen wir 4 Stück. Und das kommt so, Dennis, guck mal. Das kommt unter. Ach, geil. Das kommt unter. Hast du gesehen? Die Eis ist hier. Fass mal an, dass du weißt. Aha. Ja. Aha. Dann einfach. Einfach so chillen. Und so lange, bis es schmilzt? Ja, 10 Minuten. 10 Minuten? Ja. 10 Minuten. Aber für Anfänger 2 Minuten. Musst du das steigern? Ich bin jetzt Profi und so. Deswegen steigere ich auch und so. Oh, geil. Das tut richtig geil. Ich träume immer noch in Englisch. Du träumst in Englisch? Nein, in Wall of Mice. Das heißt, Moment, wenn du einen Traum hast, wo du, Leon und ich irgendwie was passiert, dann reden wir in den Traum Wolof. Ja. Und der Herd wird König sein über alle Länder. Zu der Zeit wird der Herd nur einer sein und sein Name nur einer. Mein Lieblingszitat ist von Malcolm X. Ja. Sound brutal, but it's right. Be respectful, be obedient. But if anyone put their hands on you, send them to the cemetery. Respektiert die Gesetze und alles. Aber wenn jemand dich anfasst oder deine Familie fasst, schick den zu dem Friedhof. Ist brutal, aber ist mein Lieblingszitat einfach. Ich hatte mit diesem Zitat auch richtig gelebt, auch, aber jetzt nichts mehr. Ja, jetzt bin ich wirklich, ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich viel verändern und so halt. Jetzt lasst mich nichts mehr Leute missärgern oder irgendwas und so halt. Das kostet nur Geld und ja, scheiße Laune und so halt. Ja, du bist jetzt ganz entspannt, du könntest nach Tibet als Mönch, du könntest ein buddhistischer Mönch in den Bergen sein, ja, so entspannt wirklich, wie du bist. Ich fürchte, ich bin sehr, sehr entspannt. Also man kann mit, Bruder, ich kann hier rumlaufen und jemand beleidigt mich und so halt, ich mache nichts. Ich sag danke. Okay, das ist cool. Boah, das ist einfach geil. Ich fühle mich richtig cool hier und so halt. Guck mal, warum ich das mache. Guck mal. Wenn du deinen Sperm speichern willst, wo bringst du das? Wenn ich meinen Sperma speichern will. Ja, das zum Beispiel, du willst irgendwann anfangen, so wie Johnny Monster gemacht. Johnny Monster, bevor er anfangen mit Steroids, hat seinen Sperma so einfrieren lassen. Einfrieren lassen. Warum nichts warm lassen? Ja, weil wenn du es warm machst, dann tötest du die Spermien ab. Wenn du sie einfrierst, dann sind die eingefroren und können dann später wieder verwendet werden. Ja, jetzt ist es kalt. Ja. Aber heute Nacht mache ich die warm. Du machst dein Eier warm. Bam, 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 bam. Weißt du, was ich meine? Aber wenn du keine Freundin hast, ist es schwierig. Weil ich bin der Meinung, Feppen ist nichts gut, ist nicht gut. Gott hasse das. Ja? Ja. Und vorehelichen Sex hasst er nicht. Gott ist Toleranz, Dennis. Ja, dann ist er doch auch mit Feppen tolerant. Nein. Ja, warum? Ja, aber guck hier, wenn wir reden in den spirituellen Aspekt. Feppen ist nichts was Gutes. Warum? Ist nicht nur, weil es unheilig oder ist ungottlich oder so. Und, ja. Aber wenn du feppst, du hast in deinem Kopf, gerade ich mache mich mit Jasmin oder gerade ich mache mich mit Rebecca oder gerade ich mache mich mit, ich kenne die deutschen Namen nicht so viel, aber egal. Und hast du diese Vorstellung in deinem Kopf. Aber diese Vorstellungen, diese Namen oder diese Gesichter, die du siehst, ist dämonisch. It's not a real person, it's a spiritual person. You are having a sex right now, if you fap with a demon. Du wolltest auf Deutsch reden. Ja, du fap this. Ja. In dieser Zeit, wo du fap, du hast Sex mit einem Dämonen. Mit einem Teufel. Deswegen ist so geil. Guck mal. Jetzt, ich habe meine Spermzelle, meine Produktion und alles im Griff. Weil die sind in einer kalten, ruhigen Position gerade.
Ja. Weißt du, was ich meine? Weil die ganze Zeit, du bist am Laufen, ist warm. Du triffst deine Eier, puff, 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 ganze Zeit so. Aber jetzt, ich bin in einer Position, normalerweise, wenn ich so mache, ich meditiere mit. Und so halt. Mit Meditation ist super gut. Aha. For the spiritual world too. So, weißt du, was ich meine? Und jetzt, in dieser Stelle, wird meine Sperm Testosteron erhöhen. Weil normaler Testo macht so, aber bei gerade bin ich so. Und so halt. Und wenn der Eis weg ist, dann kommt nichts ganz normal wieder, das kommt in die Mitte wieder. Dann hast du mehr als vorher. Ja, dann habe ich mehr als vorher. Und das hat dir jemand erklärt oder hast, bist nein. du selber drauf gekommen oder wie? Nein, es ist einfach so, ich habe Eisbaden gemacht. Ja. Und durch die Eisbaden. Hast du gemerkt? Habe ich gemerkt, hey, ich habe gefickt wie ein Esel. Meine Freundin gefragt, hey John, hast du Viagra genommen? Ich sage, nee, warum? Dann habe ich gedacht, ist von meiner Ernährung oder Cardio. Dann habe ich Scheiße gegessen und trotzdem Eisbaden gemacht. Ich sage, okay, jetzt weiß ich warum. Weil wenn ich bei der Eis bin, ich fühle das in meine Eier wird richtig kalt und so. Ah. Okay, die Tage, wo ich nichts Eisbaden gemacht habe, habe ich die Dinge gemacht, die Eiswürfen. Dann bin ich ins Gym gegangen, ich habe so eine richtige kranke Pumpe. Das ist ein paar Tage lang jeden Tag Eiswürfen. Aha. Und so halt. Dann denke ich mal, irgendwas stimmt nicht. Dann denke ich, okay, ich muss das jetzt, ich muss das richtig machen. Aber ich bin immer noch in die, wie gesagt, man soll nichts übertrieben. Ja, das heißt, wenn es richtig kalt ist, dann machst du einfach Eisbaden und wenn es wärmer wird, dann machst du mit Eiswürfen. Wie gerade jetzt, es geht richtig gut. Ich fühle mich nicht mehr so. Ist schon geschmolzen, oder? Ja, es schmilzt langsam, langsam. Die heutzutage Männer, die haben Testosteron 70% von den alten Männern von damals. Die 60-jährigen Männer damals, vor 50, 40 Jahren. Weißt du, was ich meine? Weil damals war mehr kalt wie jetzt. Ja. Warum heutzutage Jungs haben nicht so viel hohe Testosteron? Warum? Ernährung, Lifestyle, sicherlich. Super. Super. Und jetzt frag das. Ich habe diese Frage gestellt, aber immer noch keiner hat mir geantwortet. Ich habe bei TikTok gesehen, zurzeit gibt viele von Westafrika, die machen so Fitness-Content und so halt. Weißt du, was ich meine? Aber, ey, was ich sagen will, ist einfach so, 90% von diesen Jungs in Westafrika, die mit Fitness, Outdoor und so halt, 90% von denen, ja? 90% von denen sind besser wie die ganze Deutschland-Fitness-Influencer körperlich. Zeig mir einer Fitness, ich meine Fitness-Influencer. Ich meine nichts Profi oder Sportler, die, weißt du, Oz oder so. Nee, ich meine Fitness-Influencer. Aber warum das? Das fast, ich sage, including me, sage ich. Ich kann dir manche zeigen, die können sofort mit dem Olympia-Stage stehen. Ohne Witz. Und die trainen alles falsch. Alles. Aber woran liegt das? Genetik. Ach nee, das kann nicht. Nee, das John, schau dir mal Malik an. Als Malik das allererste Mal ins Gym kam, der hatte noch nie trainiert, ja. Der sah schon besser aus als 80% der Leute, die seit 10 Jahren trainieren. Ja, das war halt einfach seine Genetik, dass der von Natur aus so eine Statur hatte. Und wenn der dann ein bisschen trainiert, dann sieht er halt umso besser aus. Ja, manche sind groß, manche sind klein, manche sind hässlich, manche sind schön, manche haben bessere Genetik für Muskulatur und andere nicht. Ja, ich denke, das liegt an, weißt du, guck mal, Dennis, das Problem ist, viele Informationen ist vor uns gestanden, gerade in Deutschland. Und Leute hören so viele verschiedene Meinungen. Und das ist nichts gut. Zum Beispiel, du hast einen Mathelehrer, du hast einen anderen Mathelehrer, ein Student in einer Klasse, in Klasse 5 oder 6, du hast einen Mathelehrer, du hast nicht 6, 7, 10 Mathelehrer. Ja. Und die sagt dir das, die sagt dir das, die sagt dir das, die sagt dir, nein, du hast einen Mathelehrer. Und das Problem ist, wir haben so viele Influencer, die einfach Bullshit erzählen. So wie diese Sascha. Kennst du diese Sascha, die Beugen macht so? Ja, er hier. Dieser Typ, Alter, das ist, der richtige Pasti ist er. Sogar Mario Müller hat ein Video. Damit werde ich oft belächelt, hä? Aber ich benutze über 200 Kilo in der Kniebeuge. Glückwunsch, du bist einfach nur ein Ego-Lifter. Er hat zwar recht, nicht allen fällt es leicht, die Knie. Das meine ich halt. Was für Bullshit ist dieser Typ? Was erzählt er? Diese Typ muss man einfach in schwarzer Mülltonner und einfach wegschmeißen. Die brauchen nichts im Internet stehen. Guck mal, ich bin nicht besser, aber ich bin Entertainer. Ich bleib bei Entertainer, oder? Ich muss nicht hier Leute sagen, nimm mal das. Ich weiß, ich nehme das. Ich sag, das nehme ich.
Aber ich muss nicht Leute sagen, er muss das nehmen, was die Dänisch sagt oder die Dänen, die sind alle so, nimm einfach so, die lügen alles und so, nimm das. Ist, nein, das kann man nicht so machen. Das ist das Problem heute Tag. Und hast du andere, die heißt Coach Frankie oder irgendwas, die erzählen so eine Bullshit, wo ich denke, hey, das kann nicht sein. Mhm. Und gibt Kindern, die denen glaubt, die haben Plattform, mhm. die coachen Leute, die nehmen Geld. Ja, klar. Weißt du, was ich meine? Das ist sehr, sehr schade und ich bin der Meinung, dass... Das Problem ist, glaube ich, man, also die meisten Leute lernen nie, wie man Informationen filtert. Also jemand sagt was und wie kann ich bewerten, ob das, was der sagt, jetzt sinnvoll ist oder nicht? Weil wenn du einfach, John sagt so, also mache ich so. Dennis sagt so, also mache ich so. Zum Beispiel, immer wie ein Ping-Pong. Ja, zum Beispiel mit meinem Eiswurf und das ist eine Sache... Du weißt hast uns das ja jetzt wissenschaftlich erläutert. Das ist ja jetzt völlig verständlich, warum das so funktioniert. Nein, das funktioniert. Weil guck mal, wie damals aussieht und wie jetzt aussieht. Dann weiß man, das funktioniert. Ich habe Beweise. Hier war ich. Bevor die Eiswurf. Ja. Hm? Und jetzt bin ich hier mit den Eiswürfen. Genau, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, die Eiswürfel kamen dazu. Ja. Aber der Döner-Teller ging weg. Das Problem liegt in der ganzen Industrie so halt. Zum Beispiel soll ich dir was sagen. Die Leute, die nur Calisthenics machen, sehen besser aus, wie die meisten Leute, die ins Gym gehen. Vom Körpertyp und Muskelqualität halt. Mhm. Du musst vorstellen, du willst keiner Profi, du willst keinen Wettkampf machen. Du willst einfach gut aussehen und gesund leben. Warum sollst du trainieren wie ein Profi? Mhm. Warum musst du nehmen, was die Profi nehmen für Supplements? Warum musst du machen, was er macht? Er ist ein Profi, er will in die Bühne gehen, aber du wirst nie in die Bühne gehen, du gehst nichts in die Bühne. Genau. Dann folge jemandem mit Lifestyle. Also wir haben ja laut meiner Uhr schon auf jeden Fall mehr als 10 Minuten. Okay, das muss man jetzt... Boah. Guck mal, alles ist fast gemelzt. Boah. Und das kann man später essen. Kann man essen? Ja. Du machst das jetzt, willst du mich verarschen? Ich mach das wieder rein, warum? Machst du dann nachher deiner Freundin einen kühlen Cocktail damit oder was? Eine Kollegin hat mir erzählt, eine deutsche Kollegin. Nein, das ist so intim, das muss ich nicht. Erzähl. Nein! Ich kann dir den Namen verändern, wir nennen ihn nein. Helmut Meier. Nein! Ja, die ist ein bisschen richtig verrückt und so halt. Nein, das erzähle ich nicht. Das wird nur, wenn die Kamera aus ist. Jetzt, wir gehen drinnen. Erstmal nehme ich meine M-Tor hier aus. Die gibt nichts mehr, aber die Essen hier aus, die sind auch genauso gut, muss ich ehrlich sagen. Das nehme ich manchmal. Kollagen, Dennis. Sieht eine schön aus. Und das wird die Eiswürfel gemacht. Was kommt dazu? Aswapro. Es ist ein Game Changer. Jungs, bedanke mich später. Nach 3 Monaten viele Resultate. Braucht man keine Testo nehmen. Also Eiswürfel und Aswapro in Kombination, das ist es. Und das Geheimrezept. Und Game Changer. Und hast du alles im Griff. All things are possible. Bisschen Verfügung wird auch nichts less. Sogar wenn du Schwein isst und das nicht nutzt, du stinkst wie ein Schwein. Und wenn du Lamm isst, du stinkst wie ein Lamm. Jetzt sind wir ins Gym. Erstmal Krang Pom Pro. Sollen wir unsere eigene Buste rausbringen? Wie würdest du den nennen? Eselfick. Hast du schon gesehen wie Eselfick? Pferdesalbe? Hat das was mit dem Esel zu tun? Wo reibst du das dann drauf, mein Freund? Was trainieren wir? Schulter und Brust. Leg mal los. Machen wir Rear Delts. Wir haben aufgewärmt, Side Delts haben wir Schulterdruck gemacht. Jetzt machen wir Rear Delts. Schulterende hier, Seitheben nochmal. Ich fange immer mit Seitheben, ende mit Seitheben. Kommt drauf an, ich kann mit Kurzhandel-Seitheben anfangen, mit Kabel-Seitheben. Ich liebe, weil die meisten Schulter liegen an 3D. Wenn du eine schöne Schulter haben willst, du musst mehr Seitheben machen für deine Delts. Weißt du, was ich meine? Es gibt manche sogar, die kommen ins Gym und machen nur Delts. Mhm. Ja?
Ich habe damals eine Kollegin, die hat eine richtige Schuhe Adels, aber die kommen ins Gym und machen nur Adels. Deswegen ich bin der Meinung, wenn du eine richtige Schuhe Sohle haben will, musst du mehr Seitheben machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy. 1, 2. Let's go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Jetzt habe ich aber eine Frage. Ja. Yeah. Wenn du statt die Wiederholung so rauszureißen, so die langsam und kontrolliert machen würdest und oben kurz hältst. Ich zeige dir mal, was ich meine. Ja? Ja. Für die Side-Hirts. Jetzt, wir machen eine richtige Arbeitssatz. Was heißt bei dir Arbeitssatz? Was für Wiederholungsbereiche? Ja, das geht nicht um die Wiederholung, das geht um den Kontrollieren. Wenn du going unten kontrollieren und ein bisschen tief halten unten und dann. Ja, aber machst du schwer, dass du 6 Wiederholungen machst oder 10 oder 20? Ja, ich habe 12 oder 15 gemacht oder so. Okay. Ja. Aber bei mir, ich liebe Wiederholung halt. Wiederholung gehört mir. Ich werde niemals Bodybuilder sein oder in den Wettkampf gehen. Ja. Ich habe mein eigenes Trainingsziel und meine Trainingart und funktioniert für mich. Ja. So, nichts für jeder funktioniert, aber ich kann nichts wie Ost trainiert oder ich kann nichts wie Sibong trainiert, weil schau mal, die ganzen Jungs, die machen alles nach, was diese Jungs machen, obwohl die wird niemals in die Mr. Olympia Bühne stehen. Ja, ja. Und so halt. Aber hast du schon mal von jemandem eine andere Trainingsmethode gelernt, wo du gemerkt hast, ey, die funktioniert doch, für mich doch, auch? Doch, doch, doch. Ja, also ich bin ein riesiger, großer Fan von Aldin. Ja? Ich mag diesen Typ. Aldin ist one of the most intelligent Bodybuilder in Germany. Ja, das stimmt. Ich meine das ernst. Ja, ja. Wir sind zärtlich und wenn du mit ihm privat redest, ist es ganz anders. Guck mal, der Eiswurf und Pop jetzt langsam. Ich habe Venus aber in meiner Brust. Venen auf der Brust, das gab es ja bei dir das letzte Mal 1975. Nein. Aber weißt du, muss man ehrlich sagen, ich war ein richtiger fauler Sack. Guck mal, du meinst ja, warum ich meine Training habe, keine Reihe oder so. Because of, ich lerne jetzt immer noch, mein Leben in Struktur zu bringen. Alles, was ich mache, meine Rechnungen, meine private Sphäre, man, alles und so halt und so halt. Weißt du, was ich meine? Mit dem Training ist so halt. Ich war einfach Freestyle-Trainer. Ich komm, ich hab Bock, mach ich Rücken. Dann komm ich morgen, hab ich nochmal Bock, Rücken, mach ich Rücken. Ich kann eine Woche jeden Tag Rücken machen. Das habe ich schon gemacht, jeden Tag Beine. Aber zur Zeit, ich lerne noch, das braucht Zeit und so halt. Deswegen, ich sag immer, wenn ein Mann seinem Leben nichts im Griff kriegen kann, he's a weak man. Weißt du, was ich meine? Wenn du not financially stable, but you don't know how to go with your finances, you don't know how to go with your life, you know what I mean? So if you are weak, people can penetrate you anyhow. A girl can come and act and sexy, and she can penetrate you, because you are really weak innerlich. Du bist sehr schwach, deswegen lässt du alles zu. Weißt du, was ich meine? Du siehst eine große Booty und denkst, wow, was für geiler Booty und so halt. You are a weak man, because if you are in the gym, you don't even. Bruder, ich sag dir, gerade wo ich bin, du kannst die heiße Mädchen in vor mir bringen. Ich sehe das nicht. Ich schwör's dir, das willst du nicht glauben. Das ist wirklich, das ist eine der wichtigsten Lektionen, die du als Mann lernen musst. Yeah, you can control your dick, yeah. Everything else is... And this is what's my you problem. You know how many people we also know who are successful, but
fuck up their whole life only because of women. Ja, ja, das meine ich halt. Deswegen für mich war einfach so. Das ist die wichtigste Lektion. Ja, deswegen für mich war einfach so. Dann denke ich mal, okay, ich schwör's dir, du, ich kann hier Calls machen. Bringst du das? Jemand hier, die macht Beine auf. Ich sehe alles. Mein Sonst wird nichts hoch. Mal nach hinten. Okay, flex mal. Machen wir mal so muskulär. Mach Gesicht nach unten. Genau, aber Position gleich und anspannen. Druck, 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 Druck. Für die Kamera. Das. Die Eiswürfel mit der Seawater hat richtige, richtige geile Pumpe gebracht. Deswegen ist diese Stella, ich sag euch bitte, das Eiswürfel einfach unter dem Eier lassen. Die Testosteron wird ganz hoch wie Rakete. Und dann Aswapuro und dann die Seawater, Game Changer. Ich habe neue Dinge rausgebracht, wie heißt das denn? Ich hab neues Studium. Was hast du? Ich habe neue Research rausgebracht. Ach so. Für die ganzen jungen Leute da draußen. Und was ist die Research? Appreciate is Eiswürfel, Seawater und Eiswürfel, Seawater und Aswapro. Appreciate it. Mach das weiter, bitte. Und nach 4 Wochen schick mir bitte Ergebnisse. Wirklich. Das war die Video für heute. Die Routine haben wir gezeigt. Der Eiswurf von unter dem Eier. Nichts vor dem Schwanz, nichts. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Du hast ja gesagt, als Anfänger vielleicht nicht gleich 10 Minuten. Nee, aber als Anfänger trotzdem gleich 4 Eiswürfel. Oder sollte man mit einem Eiswürfel anfangen? Wenn die Eier so hat, 4 Eiswürfel. Ja. Eine leg hier, eine leg hier, eine leg hier, eine leg hier. Ja. Wenn du nur eine hast, dann triffst du die ganze Punkte nichts. Okay. Also trotzdem 4 nur kürzer als Anfänger? Nur kürzer als Anfänger. 2 von 10 Sekunden erstmal. Okay. Ja, muss man nichts übertrieben, weil das ist, wenn du übertrieben ist nichts gut, dann funktioniert nichts. Guck mal hier, ich habe einen Twitch-Account aufgemacht, ich habe alles vorgesetzt. Ich und Dennis jeden Tag streamen, das wird geil. Einfach, wir machen einfach Reaction-Video. Wir reagieren auf die beste OnlyFans. Welche Mädchen in Deutschland haben die beste OnlyFans? Kann man sowas auf Twitch streamen? Oder? Scheiße, egal. Wenn du uns schmeißt, ist egal. Dann machen wir einen neuen Account. So. Oh, gute Strategie. Ja, okay. Nein, ich bin der Meinung, wir können viele Sachen streamen. So Calisthenics, Outdoor-Training. Und viele, meine Idee ist, du streamen viele afrikanische Outdoor-Training und so halt. Mhm. Und sag mal den Unterschied, wie die trainieren, wie die ernähren und was ist der Unterschied zwischen denen und so. Mhm. Warum funktioniert denen so, warum funktioniert hier so und so halt. Und so halt. Aber ich will nicht so nur ich will keine Bodybuilding. So Bodybuilding-Wettkampf, oh, Seabong oder so, das will ich nicht. Ich habe nichts zu tun mit sowas. Boah, was wäre cool, wenn wir so afrikanische Bodybuilding-Wettkämpfe... Gibt. Ja, sehr das lustig. Ist deswegen muss ich streamen. Okay. Ich habe gehört, bei afrikanischen Bodybuilding-Wettkämpfen, yeah, da filmen die nur von den Knien aufwärts. Weil Gewicht... Ah, ja.
Weil es gibt keine Dinge, wie heißt es? Es gibt keine Dinge. Kalf, Baden und so. Deswegen in dieser Stelle, ich fange auch bald an mit Streaming. Und ja, Schwarzwald John irgendwas ist mein Tweet-Name, aber das werde ich in Instagram teilen. Jeder Mittwoch oder jede Woche haben wir richtig geile Aktionen. Danke für die Support. Support ist kein Mord. Wir setzen viele Support. Und das letzte Video habe ich, hab ich viele Liebe bekommen. Und Dennis auch, du hast viele Liebe bekommen auch, das letzte Video. Jeder draußen da sucht einen Freund wie Dennis, besser. Und in dieser Stelle danke für jede Zuschauer. Support ist kein Mord. Code Rhino einfach bei ESN.com eingeben und ja. Und sie hat euch richtiger Vater-Vater-Rabatt bei jeder Bestellung. Die Glocke, kommentieren, abonnieren, nichts vergessen. Liebe ist raus vom The Schwarzwald John.